Falls man doch zu treffunsicher ist. Aber ich hau jetzt natürlich hier alles einfach so weg. Ich habe gerade geblufft, aber ich mach's gerade wirklich. Okay, ja, war mit Absicht. Guck mal, ich sehe genau, wo die Kugeln einschlagen. Und das sieht einfach realistisch aus. Kann ich natürlich sagen, weil ich wohne in Berlin, ne? Da ist es normal mit Schusswaffen. Hallo und herzlich willkommen zu Unfucking Fassbar Hitman 3 VR. Hättet ihr mir damals erzählt, dass es in VR rauskommen wird, man kann VR Hitman spielen, hätte ich euch ausgelacht und gesagt, ja. Es ist aber Wirklichkeit geworden, unfassbar, Alter. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich war so geflasht, ich habe mich informiert, was Leute dazu sagen, die das Spiel auch schon haben, ob die begeistert sind, ob das vielleicht doch, hat man manchmal schon mal erlebt bei Games, VR-Games, dass man gehypt war und dann war es vielleicht doch nicht so geil. Ja, ich habe mich bei ein paar mehreren Quellen mal so ein bisschen informiert, ja. Und, ja, war dann so geflasht, dass ich gedacht hatte, ich muss es selbst ausprobieren. Eine Quelle habe ich gesehen, die hat sehr kritisiert, hatte Probleme mit dem Tracking gehabt, dass die Waffe irgendwie dann auf ihn selbst gezeigt hat und alles. Andere zwei Quellen hatten allerdings diese Probleme gar nicht und nicht mal keinerlei, genau, nice, on point. Zwei andere Quellen hatten keinerlei Probleme mit dem Tracking, ja, da lief alles super und deshalb sage ich euch auch schon mal vorab, es kann nicht mit den Move-Controllern gespielt werden, ja. Nicht mit diesen beiden Sticks, sondern ist einfach ganz allein nur mit dem Controller zu spielen. Und zwar auch von der PS4. PS5 ist das Problem, die hat vorne nicht mehr diese Leuchtleiste. Deshalb ist wichtig mit der PlayStation 4, die hat vorne ja diese leuchtende Leiste. Das ist ganz wichtig, dass die Kamera halt genau diese leuchtende Leiste, so nenne ich sie persönlich, ja, die auch entdeckt und findet, ja, weil anhand daran kann man seine Hand bewegen. Ich habe mir gedacht erstmal, ich werde gleich noch mehr dazu sagen, ich habe mir gedacht erstmal, machen wir gemeinsam, ich habe selber schon mal gemacht, um schon mal reinzukommen, mir ein Bild daraus zu machen, aber nur das habe ich gemacht und ein Training, ich habe noch nichts von den Missionen angefangen, ja, und zwar dachte ich, wir gehen zusammen einmal in VR-Tutorial rein, weil ich fand, die haben es auch sehr gut erklärt alles, ja. Also es ist perfekt, dass ich euch gleichzeitig so ein bisschen was zeigen kann und dazu was sagen kann. Da schauen wir erstmal rein und dann werden wir auch danach auch noch dazu, weiß nicht, ob wir vielleicht noch was beim Training ich noch was zeige. Auf jeden Fall werden wir noch bei der Mission reingehen in Berlin, ja, in Berlin. In einem Berliner Club gibt es hier extra als Mission, da war ich auch gehypt. Vor allem, ich bin ja Berliner, ich bin hier geboren und aufgewachsen in Berlin. Da bin ich gleich hellhörig geworden, als ich gesehen habe, Missionsziel Deutschland, Berlin, heilige Scheiße. Ja, fand ich schon mal geil. Deshalb werden wir da nur mal reinschauen. Ich werde die Mission Berlin nicht komplett ernst erstmal spielen dann. Sondern das geht einfach nur für euch und auch für mich selber, weil ich da auch selber noch gar nicht drin war. Einfach nur mal als Perspektive, eine Perspektive zu haben, zu gucken, wie ist es, ja, wie ist das Level. Da habe ich auch schon gehört, dass da auch schon ordentlich geschwärmt wird drüber, gerade der Club. Und ja, das wollte ich jetzt nicht mir vermiesen, ich wollte nicht einfach nur für mich das machen, sondern dass ihr auch mitkriegt, wie meine Reaktion dazu ist, ja. Nicht, dass ich es denn schon erlebt habe. Und dann seid ihr sozusagen das erste Mal dabei, wenn ich es das erste Mal sehe. Ja, da bin ich echt fett gespannt. So, ja, und zwar hier Tutorial. Drücken Sie hier Kreuz nach links, ne? Für Inventar. Kann man eine Münze nehmen. Wegstecken müssen wir einfach nur die Hand in den Kreis und R1. Ne? Und das, was ich gesagt habe zum Thema Tracking. Im Anfang habe ich auch, jetzt werden wir bestimmt die ein oder anderen auch gesagt haben, was? Nicht mit den Motion-Controllern? Mit dem normalen DualShock? Na toll, ich war zuerst auch angepisst und dachte, warum denn? Warum macht ihr denn nicht mit den beiden Dingern? Ja, mit den Move-Sticks? Das ist doch perfekt dafür. Da war ich so ein bisschen kritisch, sehr kritisch sogar, leicht angepisst. Aber ich muss euch beruhigen, ich muss euch sagen, es war eigentlich, finde ich persönlich auch, ich habe es auch von anderen gehört, es war wirklich eine gute Entscheidung.
Du kannst trotzdem die Hand, deinen Arm bewegen mit dem Controller, ja, durch die Leuchtleiste vorne. Es gibt keinerlei Probleme und ich finde es schon besser, weil du brauchst die linke Hand auch gar nicht. Du könntest gar nichts mit der linken Hand machen. Du machst alles mit der rechten. Und wie ihr seht, einfach die Reaktion, es ist alles genau perfekt. Es fühlt sich auch geil an. Perfekt beim Schießen auch keinerlei Probleme, bei mir auch nicht. Wie ich erzählt habe, die eine Quelle, die hatte Probleme mit dem Tracking beim Schießen, dann ist die Hand so gegangen. Ja, da war ich zuerst auch sehr kritisch, als ich das gesehen hatte, aber danach habe ich die anderen gesehen, die selber gesagt haben, sie haben keine Probleme. Ich habe auch gesehen, dass sie nochmal schießen konnten. Hab selber getestet bei Training, alles super. Ich weiß nicht, was die Person hatte. Die hatte vielleicht ja, Probleme irgendwie da zu Hause, vielleicht Beleuchtung scheiße oder irgendwas. Auf jeden Fall läuft alles super. Ich werde es noch richtig zeigen, vor allem mit den Waffen. Und ihr seht einfach, es ist geschmeidig. Du kannst alles machen mit dem Controller. Es ist alles super. Also kein Grund, sich aufzuregen oder kritisch zu wehren, dass es mit dem Controller gemacht wurde. Oder den Controller genommen wurde. Ja, den Ducken R3. Jo, haben wir. Hör mal. So, kommen wir zu den Türen. Ja, können wir halt wie im Spiel Dreieck drücken. Wir können aber allerdings auch die Hand einfach mit dem Controller, einfach die Hand zur Tür strecken. Dann machen wir sie auf. Das ist auch schon mal nice. Ja. Und wieder auf. Einfach nur hin. Keine Taste drücken. Hier auf den Knopf kann ich auch. Einfach so, ohne eine Taste zu drücken. Ja, ich war wirklich am Anfang auch kritisch. Und dann habe ich mich doch überwunden, zu sagen, komm, ich hol's mir jetzt. Und weil die anderen zwei Quellen mich halt dann doch überzeugt haben, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Und eine Faust machen. Dafür müssen wir R2 gedrückt halten. Ja. Dann können wir ihn nur verletzen. Da können wir sonst auf die Schulter klopfen. Hey, Digga, alles gut, Mann. Oder wir beißen sie zur Faust, dann können wir ihm schaden. Freund, hey. Guck mal. Oh, ey, Alter, da ist eine Fliege. Da ist eine Fliege. Warte mal kurz. Oh, sorry. So doll wollte ich jetzt auch nicht. Okay, jetzt können wir hier weiter. Um mit leeren Händen die Fäuste zu ballen. Achso, okay. Ja, put, 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 hör mal. Einfach so. Es ist nice. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr selber spielt, es ist ein geiles Feeling. Tut mir leid, das so zu sagen. Menschen verletzen ist nicht richtig. Sind ja nur, ist ja nur ein Spiel, ne? Mein Junge, ne? Alles klar. So. Zack. Also war ich auch selber sehr überrascht mit dem Tracking, ja? Dass es alles super läuft. Es läuft wirklich alles super. Flüssig. Es ist eigentlich wie so ein Move-Controller. Nur als hätte ich nur den rechten in der Hand. Weil ich kann ja trotzdem den normalen DualShock-Controller kann man trotzdem mit der rechten Hand alleine. Ich habe gerade die mit nur einer Hand. Habe ich den Controller in der Hand. Und ist genauso. Ich habe einen guten, festen Griff. Und auch mit einer Waffe, denn später zeige ich ja auch noch, hat man auch einen super Griff. Ein gutes Feeling. Als hätte ich auch so einen Move-Controller in der Hand. Ist vollkommen egal. Ob Move-Controller oder DualShock. So, R2, damit nehmen wir Sachen auf. Zack. R2 wie mit der Faust. Gedrückt halten. Wie bei der Faust, wo sie geballt wird. Hiermit mit der Waffe ist sie dann bereit zum Schlagen. Ja, wenn wir gedrückt halten. Können ein bisschen Ding drüber ziehen. Hier, hör mal. Oh, scheiße, hoffentlich merkt er mich nicht. Ich will dir nicht wehtun, mein Freund. Egal. Alles klar. Und ausstrecken R1 wie R1 zum Aufsammeln. Können wir auch R1 antippen, um es loszulassen. Ne? Und dann können wir auch mit R1 die Person wegschleifen. Ja? Einmal drücken, nicht gedrückt halten, sondern einfach nur einmal drücken. Ich kann auch mit dem Controller einmal ziehen so. Ach, komm her, Junge. Ach, komm jetzt endlich mit hier. Mal. Und R1 beseitigen. Zack. Nice. Deshalb freue ich mich gerade auch, wenn wir dann auch Berlin, die Mission Berlin machen. Da kann ich auch noch mehr sagen über die Grafik, wie mir das optisch auch gefällt, das Spiel. Ich kann jetzt auch schon mal alleine hier, kann man vielleicht nicht so viel sagen, aber allein hier schon und auch beim Training. Ich bin halt gespannt gerade da, weil in Berlin Diskothek ist und alles. Wie das so wirkt mit den Lichtern und alles. Aber hier auch schon muss ich sagen, auch wirklich top. Also, ich hatte ja auch gehört, was ich erst nicht glauben konnte, da hat auch jemand gesagt, es kommt wirklich, ist wirklich Blood and Truth, wie Blood and Truth oder fast sogar schon besser. Da dachte ich auch, was? Was? Weil Blood and Truth war schon sehr gut, auch gerade die Grafik und das Bild. Ja, und ich muss auch sagen, die Umgebung hier alles, also auch
gar kein Kantenflimmern. Kein Kantenflimmern oder so. Nichts. Hier flimmert gar nichts. Ich sehe nichts flimmern. Nichts. Das hat man als Beispiel, was gerade zurzeit auch raushaue. Contagion via Outbreak. Da ist ein Flimmerparadies, ja. Da flimmert ja alles. Jede Kante. Hier ist absolut nichts. Kein Flimmern. Alles allglatt. Von der Optik her und super schön anzuschauen. Auch hier. Als würde ich wirklich darunter einfach stehen. Als wäre es echt. Also richtig top. Also wirklich sehr gut. Um mal dazu noch zu kommen. So. Was haben wir hier? Samurai-Schwert. Katana, meine ich. Ja. Ja, können wir auch wieder wie mit allen Waffen R2 gedrückt. Ne, nur mal so. Oh, Alter, ich hätte mich fast selber erstochen. So, mein Freund. Guten Tag. Wie geht's? Hast du schon mal das Ding schon mal richtig gesehen? Oh Gott, tut mir leid. Und ja, dann kann man natürlich auch wieder fallen lassen. Dieses Raster hier, ne? Ich habe jetzt meine, weil ich spiele jetzt gerne lieber am Sitzen. Gerade weil ich es auch mal länger spiele, das Game. Wie beim Training, wo ich Training gemacht habe, da habe ich ja gleich 2-3 Stunden mit verbracht. Ja, stehen ist für mich immer denn nicht so, manchmal nicht so gut. Deshalb spiele ich das ruhig im Sitzen, kann ich auch länger spielen. Und dieses Raster war denn ein Problem bei mir beim Sitzen. Weil ich habe die Cam immer oben auf dem Fernseher, wie viele wahrscheinlich auch. Deshalb musste ich jetzt dafür die Cam vor mir auf den Tisch stellen. Weil, wenn ich mich hingesetzt war, mich hingesetzt habe und die Cam war oben auf dem Fernseher, konnte ich machen, was ich wollte. Da war immer dieses Raster. Dieses, hier, also auch wenn ich mich nach rechts gucke, kommt immer dieses Raster. Es war immer im Bild. Das hat ja so genervt. Weil der einfach den Controller dann auch sucht. Ja, und ja, habe ich es vor mir auf den Tisch gestellt. Ist auf jeden Fall schon mal besser. Dann kommt es gar nicht mehr vor. Also, den können wir noch überwältigen. Und zwar ihn erwürgen. Ja. Dazu müssen wir einfach nur die Hand nach vorne strecken. Es gibt noch eine Einstellung, dass die linke Hand immer führt. Habe ich ausgemacht. Einfach fürs Feeling. Dass ich einfach nur immer mit der rechten Hand erstmal habe. Er macht es ja automatisch. Wenn wir rangehen, nimmt er auch die linke Hand. Und dann müssen wir R2 gedrückt halten und am besten an uns ranziehen, um ihn halt auch wirklich richtig zu erwürgen, ne? Nicht einfach nur so bleiben, sondern nach hinten ziehen, um Druck auszuüben. So, habt ihr gesehen. Können natürlich noch ein bisschen mehr rumfummeln. So, ne? Dann kommen wir zu einem schönen Spielzeug, was mir viel mehr gefällt als diese Methode. Ja, alle kennen's, die Hitman spielen die Klavierseite. Da hat er auch bei dem ersten Mal, den ich gesehen habe, vielleicht war das noch zu frisch, aber er meinte, er musste eine Taste drücken, damit es kommt. Aber nee, jedenfalls jetzt zur Zeit, wie es jetzt heute ist, kann man wirklich einfach rüber, also ihr seht's, kann man mit dem Controller rüber gehen. Und zwar R2 gedrückt halten, wieder wie immer, bei Waffen. Zack. Klavierseite. Und jetzt das Ding rüberhauen, hör mal. Genau. Oder ja, es spackt. Okay, kleinen Moment. Let's go. Okay, es hat ein bisschen gefehlt, aber... Ja. Okay. Alles klar. Hallo, mein Freund. Und die Hand auch, ne? Allein auch schon die Hand. Also die Hände sehen auch wirklich gut aus. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es besser ist als Blood and Truth. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlechter. Es ist nicht schlecht, es ist in dem Style wie Blood and Truth, würde ich sagen. Auch vom Bild her, die Grafik und alles. Bin ich selbst überrascht, ey. Aber absolut überrascht. Alles klar, kommen wir zu einer Waffe endlich, ne? Wie ich erzählt habe. Unsere schöne Waffe. Und hier auch, muss ich sagen... Spiele, viele Spiele können, oder haben es auch, können Schusswaffen verkacken in einem VR-Game. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal erlebt. Eine Waffe, die kann so viel geiles Handling haben, aber manche verkacken es einfach. Die Führung ist scheiße oder der Schuss und alles. Hiermit habe ich aber auch wirklich ein gutes Gefühl. Der Schuss selber ist gut, fühlt sich gut an. Die Treffer fühlen sich sehr gut an. Auch wenn wir ein Zielobjekt damit ausschalten, fühlt sich gut an. Der Rückstoß, der Treffer, wenn die Person auch den Treffer einsteckt, fühlt sich gut an. Passt alles sehr gut. Zielen, ihr seht es, wie ich gesagt habe, Motion Controller braucht man nicht. Der DualShock Controller
kann auch super führen. Das reicht vollkommen aus. Wir haben viel mehr Freiheit auch. Gerade ich jetzt mit meinem Mikro auch. Ich knall da nicht gegen. Ich habe einfach nur den einen Controller. Zack. Zack. Achso, wir können auch sogar nur mal leicht anlehnen, die R2-Taste. Dann haben wir auch so einen Lasercode und dann können wir durchdrücken. Und dann schießt er, ne? Nochmal auch mal so als Nebeninfo. Falls man doch zu treffunsicher ist. Aber ich hau jetzt natürlich hier alles einfach so weg. Ich habe gerade geblufft, aber ich mach's gerade wirklich. Okay, ja, war mit Absicht. Ich war, ja, natürlich. Ich stehe immer meinen Worten. Zu meinen Worten, ne? Aber da seht ihr mal die Treffsicherheit, wie gut ich damit schießen kann, wa? Alter! Okay, das habe ich letztes Mal wirklich nicht so gut getroffen wie jetzt gerade, ne? Ist ja perfekt, genau in der Aufnahme, hör mal. Also allein daran seht ihr schon mal, wie gut das Handling mit so einer Waffe ist, ne? Würde ich mal sagen. Nice, und jetzt schieße ich gerade daneben. Und ja, fühlt sich halt wirklich gut an. Man kann halt auch genau zielen. Und die Schüsse. Ihr müsst euch die Schüsse reinziehen. Die bleiben vor allem auch. Was ich auch immer feiere. Oder was ich mehr kritisiere bei anderen Spielen manchmal. Wenn ich irgendwo schieße und dieser Schuss oder das Einschussloch verschwindet wieder und der Tisch ist wieder repariert, ne? Nach dem Motto. Aber das bleibt einfach auch normal bei den Missionen auch. Es bleibt einfach alles. Dazu kommt einfach die die optischen Treffer der Kugeln. Guck mal, ich sehe genau, wo die Kugeln einschlagen. Und das sieht einfach realistisch aus. Kann ich natürlich sagen, weil ich wohne in Berlin, ne? Da ist es normal mit Schusswaffen. Das sieht einfach cool aus. Und ich kann einfach auch einfach mal immer nur auf eine Stelle schießen, aber weil ich so hintereinander baller, fliegen die Kugeln trotzdem halt ein bisschen quer und nicht allglatt, ja. Guck mal, ich habe nicht höher gezielt, das, die Einschusslöcher, die Treffer sind einfach denn so auch mehr random, weil du einfach hintereinander ballerst. Das geht bis hin zu überall, da oben auch sogar. Also jetzt sag mir mal bitte, wie viele stecken so viel Liebe in Details, ja? Nicht viele. Wirklich nicht viele. Und wo ich erschrocken war und auch begeistert. Pass mal auf. Hier. Oh! Ups! Geil, Alter. Wirklich, haben sie echt geil gemacht. Also ich find's nice. Ich feier's extrem. Ja. Ist auch geil bei einer Zielmission, das Ziel ist vor euch und ihr nehmt einfach die Waffe und macht einfach so. Alter, nice. Es fühlt sich wirklich auch sehr gut an. Richtig geil. Fühlt sich sehr geil an. Also von daher, wie ich gesagt hatte, bei der einen Person, da sah es dann wirklich so aus plötzlich. Muss irgendwas bei der Person selber am Tracking was gelegen haben. Also so eine Probleme, da kann ich euch alle beruhigen. Die gibt's nicht. Keine Tracking-Probleme. So. Obwohl, wir können die auch einstecken. Dann haben wir noch ein bisschen größere Ding, hör mal. Das fässt ja von alleine mit der zweiten Hand dann an. Und wir können ja auch so ein bisschen hier so ranvisieren. Klar zieht die Waffe wegen Rückstoß auch mal hoch hier. Müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen. Nachladen normal auf Viereck. Da sieht man auch, wie die Waffe richtig nach hinten zieht, immer dabei, wenn man keine Pause macht. Also wirklich sehr, sehr geiles Gefühl, ja, beim Schießen. Sehr, sehr geiles Gefühl. Und das meine ich auch, guckt euch an, ey, wie die Schüsse treffen. Wie das einfach aussieht, optisch einfach. Bam, 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 bam. Das sieht richtig geil aus, wirklich. Richtig nice. Die haben wir jetzt auch auf der Schulter. So. Achso, ich soll das machen. Okay. Nehmen wir von der Schulter. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Falls man einen sicheren Treffer machen möchte, ist auch gut. Ja, beim Ziel oder so mit der Pistole.
Wenn man sagt, ich darf jetzt den Schuss nicht verkacken, kann man genau mal so einmal zielen. Perfekt. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und auch ein geiles Ding. Pass mal auf. Sniper immer. Schön snipern. Ja, da haben wir sie. Die schöne, schöne Sniper. Sieht auch wirklich sehr gut aus. Also wirklich, Bild, Grafik, für mich auch wirklich absolut top. Ich kann hier selber eigentlich nichts rummosern. Alles andere, wenn man irgendwie Kritik abgeben würde, das wäre meckern auf sehr hohem Niveau. Wirklich. Ja. So, zielen können wir einfach, indem wir einfach wirklich nochmal reinschauen, ne? Ein Zielfernrohr. Ist auch sehr geiles Handling. Dann haben wir dieses Bild. Und ich kann jetzt mit dem Controller jetzt führen. Okay, ich habe den scheiße gehalten. Den Controller. Und die Kamera hier nimmt wieder auf, wie wir mit dem Controller hier rumtracken, sage ich jetzt mal. Und hier führen. Und ich kann hier sehr gut ziehen. Ich kann hier wirklich sehr gut und haargenau ziehen. Ich habe hier keine Probleme mit. Also es geht richtig sauber. Nicht, dass irgendwas zittert oder sowas. Ich kann hier den so und ganz ruhig halten, wenn ich will. Wenn ich ruhig halte, hält er auch im Spiel ruhig. So muss es sein. Ja. Also, top. Gerade auch Waffen ist ja sehr wichtig. Auch gerade immer bei so einem Game, was mit Waffen zu tun hat. Dass das immer sehr toppt. Oh, Entschuldigung. Gott. Oh, er hat selber gesagt. Oh, scheiße, tut mir leid. Ja, wirklich top halt, ne? Die Führung sehr sauber und sehr glatt, sehr sauber alles. Sehr, sehr sauber. Okay. Kann man fallen lassen. R1 wieder antippen. Hier haben wir nochmal eine. Das ist, ey, guckt euch das an. Guck mal, der reagiert sogar auf da oben. Richtig nice. Nein, 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 nein. Guck mal. Nice. Wirklich nice. Kommt nochmal was? Nee. Ja, kommt hier noch was? Ich glaube, das war's. Achso, jetzt kann man natürlich noch Einstellungen machen und sowas. Für einen, was einem am besten passt. Scheuklappen habe ich natürlich aus, ne? Dass an den Seiten, an den Rändern schwarz ist, dass einem vielleicht nicht so schlecht wird oder sowas. Drehungsmodus sanft, habt ihr ja gesehen, gibt's auch. Natürlich auch dieses zackige, ne, Umdrehen, aber man mag es natürlich auch gerne, wer es kann. Sanft einfach ganz normal mit Controller, mit dem Stick einfach normal drehen. Keine doofen Tastenkombinationen oder irgendwas kompliziertes, als wenn ihr normal zockt am Controller, ja? Ja, sonst alles. Perfekt. Könnt ihr einstellen selber. Und dann weiter. Ja, das war das Ding an dem VR-Tutorial. Und ja, habt ihr ja gesehen, wie ich das auch wirklich fett feier. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr top. Wahnsinn. Und da kann man echt seinen fetten Spaß haben. So, jetzt sind wir hier, aber keine Angst. Ich werde jetzt, wir werden jetzt keine ganze Mission hier beim Training von Anfang bis Ende machen. Darf ich euch gar nicht zu lange damit aufhalten. Aber nur so ein bisschen Kleinigkeiten nur in der Praxis zeigen nochmal. Nicht in einem Tutorial, sondern nochmal so in der Praxis. Wie man so alles durchführt. Oder ein paar Sachen. Wie ihr hier nochmal ganz kurz sehen könnt, um das nochmal anzumerken. Wie ich schon gesagt habe, Kritik wäre wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Ein Teil davon, eine Sache, die aufgefallen ist, auch bei allen anderen, bei denen ich zugeschaut habe, denen ist es natürlich auch aufgefallen. Ihr seht es wahrscheinlich selber schon. Wenn ich zum Beispiel jetzt gleich nach rechts schaue, seht ihr, die Menschen ploppen auf, sage ich jetzt mal. Ja. Die kommen einfach so, du kannst selber sehen, dass sie jetzt gerade erst lahn, ja, gerade erst erscheinen. Weiß nicht, wen es stört, den stört's. Mich stört's persönlich nicht. Also, ich find's jetzt keine Katastrophe. Ist halt so. Ja, ist mir scheißegal. Das Spielerlebnis ist geil. Ja, das wäre für mich jetzt meckern auf sehr hohem Niveau. Ja, deshalb. Gar kein Problem für mich. Nimmt für mich jetzt nicht das Feeling zu groß raus. Und auch wenn ich eingestellt habe, dass die linke Hand nicht der rechten folgt, trotzdem zum Beispiel beim Rennen sieht man trotzdem wieder die linke Hand. Ist super. Ist ja nicht, eigentlich nicht so, dass er gar nichts damit macht. So.
Und hier habt ihr ja eh gesehen auch, hier dieser Kreis, ne, der ist halt immer da. Also, ich finde, das stört jetzt auch gar nicht. Vor allem, wenn ich so nach vorne gucke, ich sehe den selber nicht mehr, so an der Position. Wenn ich so gucke, sehe ich den zwar nach unten, aber es stört mich nicht. Es ist eigentlich eher, anstatt ein Hindernis, eigentlich genau mein Hilfsmittel, ja, wo ich meine ganzen Inventare aufbewahre. Und hier haben wir schon mal den ersten immer. Und da können wir wieder mein Lieblingsobjekt anwenden. Klavierseite. Oh ja. Dann können wir auch so. Zack. Und dann können wir es hier wieder durchführen, hör mal. So, habe ich mich jetzt umgezogen. Und jetzt sehe ich, ich bin Mechaniker, ich kann auch nach unten gucken, dann sehe ich es. Aber falls man nicht die Zeit hat, kann man immer, okay, ich bin Mechaniker, stimmt ja. Aber, stimmt ja. Ihr habt es ja schon festgestellt, kommt jetzt gerade ein bisschen spät. Ich habe keine Facecam drinne, weil einfach für mich persönlich, ich fand, das würde jetzt stören, wenn ich da meine Facecam noch reinklatsche und ihr noch meinen Face dort seht. So habt ihr jetzt auch einen kompletten Überblick über das Spiel. Komm, komm, komm. Jetzt im Einsatz. Okay, schnell umziehen. Da oben ist ein Kopf. Jetzt kann man ihn ziehen. Wie gesagt, ich kann ihn nochmal so rüber. Ach, oh Gott, das stinkt, Alter. Boah, stinkt das. Schnell weg. Der ist schon eine ganze Weile gelaufen. Und ja, wenn man auch mal Bock hat, ganz normal, wie man es kennt vom Spiel, kann man auch einfach L2 gedrückt halten zum Zielen. So, und wenn man ihn trifft, kann man ihn anvisieren sozusagen. Und dann R2 einfach zum Werfen, ne? Denn auch. Nach Motto, ey Digga, brauchst du kurz einen Hammer für den Nagel? Hör mal, hier. Oh. Ich dachte, du fängst ihn auf. Scheiße. Und man kann auch runtergehen. Ach, hier geht's gerade nicht. Ach doch, geht. Es steht nicht mit dran, ne? Habe ich selber herausgefunden gehabt. Wir können auch runter einfach gehen zu ihm. Ich muss es einmal zeigen, tut mir leid für ihn. Man kann dann einfach R2 drücken, ja. Dann können wir nämlich ihm das Genick brechen. Einfach mit R2. Tut mir sehr leid, tut mir leid, Junge. Ja, steht gar nicht mit dran, ne? Habe ich einfach mal ausgetestet. Weil ich dachte, R2 ist der Angriff, wenn ich mal mich zu ihm beuge. Weil ich wusste, das kann man ja eigentlich machen bei dem Spiel. Einfach runtergehen, R2. Moin. So, jetzt zeige ich euch nochmal eine Stelle. Hab uns nochmal schnell wohin geportet. Mit der Waffe. Wie wir einfach Zielmissionen ausschalten, auch das Feeling einfach. Jetzt haben wir die Waffe. Können wir auch hier reinpacken, da haben wir immer griffbereit dort. Oh Scheiße, er guckt gerade noch. Und ihr seht ja die Punkte über den Charakteren, das heißt, wenn wir gesehen werden würden, weil wir hier nicht rein dürften, wären wir verdächtig für die Person. Kann man auch Pfeiltaste nach oben gedrückt halten, dann sieht man auch, oh, die ganzen würden uns jetzt natürlich verdächtig finden. Und jetzt feiere ich einfach dieses Feeling, wie ich die Waffe in der Hand habe und einfach so machen kann. So ganz weich, einfach positionieren. Alter, ihr seht das Tracking. Wie geil ich damit umgehen kann einfach. Es ist geil. Ja, und es geht. Ich fühle gerade nur mit einer Hand. Ich brauche keinen Motion Controller. Es war die richtige Entscheidung von den Entwicklern. Wirklich. Und man kann natürlich so antippen, wie ich gesagt hatte. Den haben wir jetzt. Aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alles klar. Zack, Auftrag erledigt. Was aber auch schon heftig ist bei dem Game, da habe ich noch kein anderes Game mit erlebt. Also wir sind ja wirklich hier in einer Art Open World eigentlich theoretisch, ja. Wir können uns frei bewegen.
und auch mit Waffen und so. Es ist eigentlich, es könnte schon fast auch schon ein Attentatssimulator sein, ja, oder Anschlagssimulator. Weil wir können theoretisch mit einer Waffe, es gibt da auch so ein Sturmgewehr und so, kann man auch nehmen, hier rumlaufen und alle abknallen. Ja, theoretisch. Habe ich natürlich nicht gemacht, ne, natürlich nicht. Nicht ausprobiert. Auf gar keinen Fall, so einer bin ich doch nicht. Und ja, das Feeling einfach, das Handling mit der Waffe ist einfach Gold. Ist einfach gut. Geil. Hier nochmal, nur mal zum Zeigen für euch. Hi. Zack. Nice. Ihr seht's. Sonst hätte ich ja jetzt Probleme. Ich habe keinerlei Probleme gehabt. Ich kann auch beide mit beiden Händen festhalten, trotzdem gut zielen und schießen. Ja. Auch wenn ich beide Hände dran habe. Zack. Und wenn ich halt stehe, mache ich mit nur einer Hand. Weil es geiler ist vom Feeling so. Müsst ihr euch einfach vorstellen, man ist einfach wirklich drin. Man ist der Auftragskiller. Man ist der Auftragskiller. Ihr seid der. Ihr könnt machen, was ihr auch wollt. Ihr habt einen freien, ihr habt noch nicht mal, es ist halt auch so ein Storygame. Ey, ihr könnt ja so viel, ihr habt, das ist ein Wiederspielwert. Es ist ein krasses, hat krasses Wiederspielpotenzial. Komplett, weil ihr alles variieren könnt. Ihr könnt tausend andere Sachen noch machen. Und ihr lauft einfach rum und habt so viel, ihr habt freie Wahl. Ich laufe hier rum und hab eine freie Wahl, was ich tue. Ja? So ein Spiel in VR, Alter. Perfekt. So, ja, nur eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Jetzt nur noch eine kleine Sache, nur mal gezeigt mit dem Auto, was ich selber gar nicht wusste. Was ich auch geil fand und gefeiert habe. Nur mal so, damit jetzt nicht zu viel hier rum erzählen. Ne? Tut mir leid. Wer es nicht verträgt, bitte kurz weggucken. Tut mir leid. Läuft da gerade jemand? Oh, ein Mechaniker. Oh. So, hier mal. Ey, wusste ich, ich hatte einfach mal so aus Spaß rumgeballert, mal kurz. Aus Spaß rumgeballert. Und hier einfach. Einfach Reifen kaputt schießen, ne? Alles mit drinne. Einfach geil. Und jetzt hinten Tank schießen, habe ich auch mal probiert. So, Benzin läuft aus. Da, Benzin läuft aus. Haben wir richtig getroffen. Und dann raufschießen. Bam. Bam. Nice. Also wirklich richtig top. Hi. Oh. Oh. Bam. K.O. Ey. Bam. Ausgenockt. Alter, mit einem Schlag einfach. So, das war das. Und jetzt gucken wir uns gemeinsam mal die Mission Berlin einfach nur an. In dem Club. Einfach wie die Atmosphäre ist.